Die Scouts sind Auszubildende aus Handwerksbetrieben und aus Industriebetrieben. Das sind typischerweise Auszubildende, die im zweiten Lehrjahr sind. Da haben sie die entsprechende Erfahrung im Betrieb und sind noch nicht in der Prüfungsphase drin. Am Digi-Scout-Projekt sind drei Parteien beteiligt. Das eine ist das RKW, das ist das Innovationszentrum. Dann war es die Industrie- und Handelskammer in Stuttgart sowie dann auch die Handwerkskammer in Stuttgart. Die Handwerkskammer beteiligt sich an dem Projekt, da es darum geht, das Thema Digitalisierung voranzubringen und in die Betriebe reinzubringen. Wir nehmen an dem Digi-Scouts-Projekt teil, weil Digitalisierung ist ein wichtiges Zukunftsthema und wir fanden es eine tolle Idee, daraus ein eigenes Projekt zu machen, für das die Azubis selbst verantwortlich sind, denn sie sind schließlich online affiner als wir in der Geschäftsleitung. Wir sind am Anfang so vorgegangen, dass wir zuerst geschaut haben, okay, was könnte denn in unserem Betrieb genau digitalisiert werden, die alte Welt der neuen Welt gegenüberzustellen. Das bedeutet, wir haben erst geguckt, okay, was ist jetzt noch in der alten Welt, wie zum Beispiel die Urlaubsscheine in Papierform. Dann haben wir gedacht, okay, wie könnte es dann in der neuen Welt aussehen? Und da sind wir dann auf den digitalen Urlaubsplaner gekommen. Die Azubis haben sich für das Projekt Digitalisierung unserer Urlaubsscheine entschieden und dann haben sie verschiedene Apps-Alternativen recherchiert, ausgewählt und auch dann installiert. Es war auch erstmal so ein Thema, warum man sowas angeht und jetzt anfängt, irgendwo Urlaubsscheine zu digitalisieren. Das musste erstmal intern diskutiert werden, besprochen werden. Und dann haben wir aber entschieden, das ist ein guter Weg, um da einfach mehr Transparenz auch zu schaffen. Das Projekt umfasst alle Bereiche unseres Unternehmens, sowohl die Mitarbeiter im Büro als auch die Mitarbeiter, die permanent beim Kunden unterwegs sind. Und das Ganze verknüpft sich mit der Lohnbuchhaltung. Also unser Betrieb hat uns folgenderweise unterstützt. Zunächst einmal hat er uns Zeit gegeben, das heißt auch während den Arbeitszeiten. Und auch finanziell hat uns die Firma sehr gut unterstützt. Also das Projekt hat mir unter anderem darin geholfen, dass ich halt jetzt weiß, wie so ein Projekt abläuft, was genau eigentlich in einem Betrieb digitalisiert werden kann und auch gucken kann, okay, wie recherchiere ich jetzt selber über ein gewisses Thema nach. Und ich bin auch selbstständiger und verantwortungsvoller geworden. Die Digitalisierung der Urlaubsscheine ist für uns ein wichtiger Einstieg gewesen, jetzt mal noch tiefer in das Thema Digitalisierung einzudringen. Das andere ist für mich ganz persönlich, es hat wirklich sehr viel Spaß gemacht, da in den persönlichen Austausch mit unseren Azubis zu gehen und gemeinsam so ein Projekt zu realisieren.